war sehr aktuell, vor ein paar Wochen dafür gesorgt haben, dass rund 20% der Fläche dieses Bundeslandes als Potenzialflächen sind. Und der nächste Schritt ist über das Klima, über das Wind-an-Land-Gesetz, dann das nochmal sozusagen zu verdichten. Wir haben Abstände verringert, was Windenergie ermöglicht. Ich habe auch in meinem Geschäftsbereich dafür gesorgt, dass wir die Themen Denkmalschutz und Photovoltaik als Grundwiderspruch der unteren Denkmalpflegebehörde, da können viele private Eigentümer Lieder von singen, die wollen was tun, konnten nichts tun, dass wir diesen Grundwiderspruch lösen wollen. Also wir wollen dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das ist ein politisches Ziel. Es ist auch politisch legitimiert, weil wir eine Mehrheit dafür im Parlament haben und weil die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer diese Mehrheit genauso gewählt haben. Und auf der Basis handeln wir. Das kann man kritisieren oder man kann auch sagen, das geschieht vielleicht nicht mit ausreichender Geschwindigkeit, aber es geschieht. Was antworten Sie auf notfalls den Vorwurf, dass es nicht? bis zur letzten Verbandsgemeinde hinein, weil das ist auch Teil unseres Auftrages, das mit umzusetzen. Was sagen Sie zu diesem der ausreichenden Geschwindigkeit? Könnten Sie das nachvollziehen Ich oder? kann, wenn die Geschwindigkeit kritisiert wird oder wenn man sagt, wir wollen auch einen gesellschaftlichen oder einen politischen Druck erzeugen, dass Geschwindigkeit zunimmt, kann ich das gut nachvollziehen. Ich habe auch Fridays for Future Demonstrationen besucht. Ich muss mich nicht mit jeder Forderung gemein machen, aber ich finde das Ziel unterstützenswert. Ich finde die Mittel nicht okay, in aller Deutlichkeit, weil der Zweck darf nicht die Mittel heiligen. Wir leben in einem freien Land und da darf man sich auch versammeln, man darf sich auch auf Straßen versammeln, das wird auch durch das Versammlungsrecht geschützt. Polizei muss am Ende beides schützen, sowohl die Versammlung als auch die, die vielleicht gegen eine Versammlung sind. Aber ganz klar, man darf nicht einfach die Mittel wählen nach dem Prinzip, wir haben ein höheres Ziel und deswegen nehme ich mir jetzt mal raus oder eine Gruppe nimmt sich heraus. Es ist ja auch nicht mehr als eine Gruppe. Wir haben 80 Millionen Deutsche und wir haben eine Handvoll oder drei Handvoll Menschen, die dort so agieren und die sagen einfach, ich habe das höhere Ziel mir gesteckt und deswegen darf ich mir erlauben, andere zum Beispiel bei ihrem Verkehr zu blockieren. Das halte ich nicht für hinnehmbar. Deswegen gibt das auch am Ende immer strafrechtliche Konsequenzen. Das ist mühsam für den Rechtsstaat, aber auch nichts, was den Rechtsstaat jetzt provozieren sollte. Wir haben im Moment in Mainz durch die Klimakleberaktion rund 19 Ermittlungsverfahren laufen, im Wesentlichen wegen Nötigung. Und irgendwann, weil das scheint ja jetzt auch so Prinzip zu sein, wenn dann die Verweigerungshaltung weiter zunimmt, sitzen die Menschen dann irgendwann mal. Das mag man sich so als Lebensweg irgendwie zurechtlegen, das wäre jetzt nicht meiner. Aber es ist nochmal nicht das Prinzip, dass Menschen sagen, aus einer höheren Berufung heraus erlaube ich mir mal, einfach Recht zu brechen. Und das tue ich jetzt als Grundprinzip. Es gibt Grenzen. Ich finde, die Grenze ist auch längst überschritten. Am Wochenende gab es in Berlin eine Aktion, dass man das Grundgesetz, ich sage das so, wie ich es empfunden habe, besudelt hat. Man hat sich herausgenommen, nachdem man schon Kunstwerke verunstaltet hat. Das kenne ich sonst nur von, ich sage es jetzt mal, abgedrehten radikalen Gruppen in der Welt. Herausgenommen, das deutsche Grundgesetz, dass das, was konstitutiv ist für unsere Freiheit, für unsere Demokratie, öffentlich zu besudeln. Da sage ich ganz ehrlich, wer da nicht schon eine Grenze spürt, der ist irgendwie auf der falschen Seite unterwegs. Und deswegen ja, diese Trennpunkte oder vielleicht sind es auch Kipppunkte, ich finde, die sind da. Und deswegen verstehe ich umgekehrt auch Menschen, die einfach sagen, ich habe da die Faxen dick, ich will jetzt zum Arzt, ich habe es eilig und jetzt kleben die sich dahin, jetzt stehe ich eine Stunde da rum. In Anführungszeichen, was soll das? Vielleicht habe ich gerade 30.000 Euro in meine Wärmepumpe zu Hause investiert. Was soll das? Also insofern, ich kann das sehr gut auch nachvollziehen, dass sich da etwas auflädt. Und deswegen sage ich nochmal, man darf sich nicht das höhere Ziel als Rechtfertigungsgrund herausnehmen. Wenn das zum Grundprinzip wird, es gibt viele höhere Ziele, dann haben wir irgendwann eine Aushöhlung des Rechtsstaats. Dafür sorgen wir, dass das auch nicht passiert. Darf ich da einmal kurz direkt drauf eingehen? Herr Tandjew, Schulz hat auch kurz die Hand schon genommen, aber ich würde Herrn Bayer kurz die Chance geben, genau Gerne, darauf natürlich. einzugehen, weil quasi Ihre Einschätzung zu dem Statement mich auch interessieren würde. Ja. Ich versuche es auch kurz zu halten. Als erstes muss man sagen, wir haben uns nicht ein Ziel gesetzt, die Bundesregierung hat sich ein Ziel gesetzt. Sie hat sich völkerrechtlich bindend in Paris darauf verständigt, die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu begrenzen. So hat sich gleichzeitig das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. 15 Jahre später. Ja, also wir werden 2030 die 1,5 Grad reißen. Wie gesagt, vielleicht schon 4 Jahre früher. 15 Jahre später will die Bundesregierung klimaneutral werden. So, aus diesem völkerrechtlichen Abkommen entsteht erstmal noch nichts Konkretes. Das heißt, Deutschland hat sich selbst ein Klimaschutzgesetz gegeben. Dieses war, wie ich am Anfang gesagt hatte, nicht mit der Verfassung konform, weil es eben künftige Generationen nicht ausreichend schützt.
Die Bundesregierung hat nachgebessert. Konkreter wird es dann immer noch in den Sektoren und Jahr um Jahr verfehlt Deutschland sämtliche Sektorenziele. Das ist die Situation, in der wir sind. Deutschland erreicht die selbst gesteckten Ziele nicht. Und wir, das Einzige, was wir fordern, ist von der Bundesregierung, sich an die selbst gegebenen Gesetze zu halten. So. Wir haben in Berlin die gläsernen Grundgesetztafeln. Das ist erstmal einfach nur eine Tafel, eine Glastafel, mit den 19 Artikeln, die nicht veränderlich sind. So, das ist so lange nur eine Tafel, bis die mit Leben gefüllt wird, bis die mit aktiver Politik gefüllt wird, bis diese Grundrechte tatsächlich umgesetzt werden. Wir haben Artikel 20a, der sagt, die Bundesregierung ist verpflichtet, die Lebensgrundlagen auch künftiger Generationen zu schützen. Das wird nicht getan. Was wir gemacht haben, war Öl auf diese Tafeln zu gießen und unsere Plakate darauf zu kleben. Nach 10 Minuten war das wieder gereinigt. Ja, das heißt, da ist, und Sie haben jetzt auch wieder zumindest angedeutet Vergleiche mit irgendwelchen radikalen Gruppierungen. So 10 Minuten später war alles wieder sauber. Was tatsächlich aber passiert durch das Handeln oder Nichthandeln der Bundesregierung ist, dass Milliarden Menschenleben gefährdet sind. 3,5 Milliarden Menschen, das war kam raus im Bericht des Weltklimarats vor über einem Jahr. Und das wird eine Realität, wenn wir jetzt nicht massiv umsteuern. Und es werden, wie gesagt, nicht mal die einfachsten Schritte umgesetzt. Das ist das, worauf wir mit solchen Aktionen hinweisen müssen, weil alles andere wurde über die vergangenen Jahre einfach immer weiter ignoriert. Also vor 20 Artikeln kommen erstmal 19 andere Artikel. Darunter ist Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist das Wichtigste, was es in Deutschland gibt, auch als historische Konsequenz einer Demokratie. Und ich bleibe dabei, einen solchen Satz zu besudeln. Ich sage jetzt noch nicht mal, dass es ein israelischer Künstler war, was vielleicht auch noch mal eine Dimension für dieses Kunstwerk wäre in vielerlei Hinsicht. Aber ein solches Wort zu besudeln, das ist keine symbolische Tafel. Das ist unsere Verfassung. Und da sage ich ganz ehrlich, dafür gibt es und deswegen ist diese Form der Überhöhung, das ist genau das, was ich im Kern kritisiere. Sie haben ein Ziel, das ist auch Ihr gutes Recht, dieses Ziel zu verfolgen. Und an vielen Punkten würde ich sogar Ihr Ziel als mein eigenes betrachten. Aber Sie erhöhen sich oder Ihre Gruppe darüber, dass Sie Dinge tun dürfen, weil dieses Ziel so dominant ist, dass Sie sich Sachen rausnehmen. Der Einzige, der im Moment Menschen tötet in Europa, der heißt Putin und der führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Also das sind die Realitäten, in denen wir uns bewegen. Und ich würde mir wünschen, dass Sie genau das tun, was vielleicht andere Menschen auch tun, auch in diesem Bundesland, nämlich sich dafür engagieren, dass sich die Dinge da weiter verändern. Aber mit der Ungeduld oder mit dem Ziel, dass die Wissenschaft uns heute sagt, Milliarden Menschen werden sterben, zu sagen, da nehme ich mir mal raus, das darf ich mir erlauben, das ist kein Prinzip, mit dem wir demokratisches Handeln auf Dauer werden aufrechterhalten können. Und deswegen sage ich da ganz deutlich, am Ende ist ja Ihre Konsequenz nur immer schriller, immer weiter, immer übertriebener, weil Herr Rink hat es ja schon gesagt, die 10. Klebeaktion ist irgendwann langweilig. Also muss es immer schriller, immer weitergehen. Und da muss klar jetzt schon auch mal ausgesprochen werden, so eine Grenze ist längst schon überschritten. Dieses am Wochenende war eine Grenzüberschreitung ersten Ranges und es wäre die Möglichkeit, sich auch dann mal zu sagen, stimmt, da sind wir jetzt mal gerade zu weit gegangen, wir müssen mal einen Schritt zurück. Ich befürchte, Sie gehen immer weiter. Nochmal, dass wir den Rechtsstaat nicht umhauen, am Ende gibt es dann halt mehr, die am Ende in den Gefängnissen sitzen, dafür, dass sie Unsinn anrichten, weil es ist erstmal strafrechtlich betrachtet grober Unsinn teilweise, aber dass sie damit am Ende politisch Erfolg haben, das glaube ich einfach auch mal nicht. Ich würde die Runde erweitern, da steckt sehr viel Gesprächspotenzial ja, drin und ich finde, es ist auch sehr interessant, was dort gesagt wird, aber wir haben das Podium ja mit Gedanken zu viert quasi bestückt. Deswegen, Herrn Schulz, ich würde meine Frage einfach an Sie hinten anstellen, weil ja, ich glaube, hier ist so viel drin. Ja, also, das ist so hochinteressant, auch jetzt für einen Kommunikationswissenschaftler, weil es offenbar auch ein Kommunikationsproblem ja ist, was aber auch die Gesellschaft vielleicht braucht, solche Phasen, in denen man dann miteinander auch manchmal sich so streitet wie gerade eben und auch aneinander vielleicht sogar vorbeiredet. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft den Begriff des Framing, der mittlerweile auch in der Öffentlichkeit schon sehr viel benutzt wird, also Deutungsmuster. Wie deutet man jetzt zum Beispiel so eine Aktion wie die, um die es gerade ging in Berlin? Und es ist schon ganz interessant, also Sie deuten das als ein Besudeln des Grundgesetzes und des Gehalts, Menschenwürde ist unantastbar und so weiter.
laut der Erklärung, die ich gelesen habe von der letzten Generation und so wie, glaube ich, mit ein bisschen hermeneutischer Barmherzigkeit, also der Kunst sozusagen auszulegen, was die meinen, könnte man es so deuten, und so wollen Sie es verstanden wissen, dass es eher darum geht, darauf aufmerksam zu machen, dass ja diese Menschenwürde und alle Grundrechte nicht eingehalten werden durch die aktuelle zu zögerliche Klimapolitik. Also dass es gerade darum geht, das Grundgesetz zu schützen und seinen Kern überhaupt nach vorne wiederzustellen. Und so gesehen war es ja offenbar abwaschbar. Also es geht nicht darum, offenbar die Artikel selber auszulöschen. Und das ist ganz interessant, weil mein Eindruck ist, dass entweder bewusst missverstanden wird oder auch eben, weil es zu verkopft oder zu kompliziert ist, was Sie sich da als Aktionsform ausgedacht haben, was natürlich ein Problem für jede Bewegung ist, wenn sie dann nur auf Unverständnis stößt. Das ist also Ihr Problem. Und das Problem jetzt etwa von Ihnen, so würde man das vielleicht kommunikationstheoretisch sagen, ist, dass Sie sozusagen Ihre eigene Geschichte leugnen als Partei. Also das finde ich ganz interessant, auch als Politikwissenschaftler, der ich auch bin, weil die SPD ist natürlich Teil von einer Demokratiebewegung seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten, wo man immer wieder auch mit auch Gesetzesbruch teilweise, wo man dachte, okay, gute Bürger sollen sich an Gesetze halten, das sage ich natürlich auch, aber für einen gewissen Fortschritt gestritten hat. Und das ist eine Tradition, die gibt es Martin Luther King, ein Heros, ein Held, wahrscheinlich für uns alle, hat genau das vertreten mit dem zivilen Widerstand. Und Ihr Parteifreund Michael Roth hatte zu dieser Aktion im Bundestag das verglichen, also es sei ähnlich wie die Taliban. Puh, das geht schon sehr weit, also die letzte Generation mit den Taliban zu vergleichen. Das heißt, hier eskaliert etwas in der Kommunikation, die nicht gelingt. Und was ich daran so spannend finde, ist, was wäre aber, wenn man es jetzt so ganz gelassen, so nüchtern wissenschaftlich analysiert, dann würde man sagen, oh ja, die machen da aufmerksam. Und dann wäre der Protest aber auch verpufft, weil sie wollen ja Empörung, sie wollen ja was Radikales der Gesellschaft vorhalten. Und deswegen ist eigentlich das, was jetzt als Reaktion kam vom Innenminister hier, das, was sie wiederum erfreuen müsste. Und diese gewisse Paradoxie finde ich sehr faszinierend an diesem kleinen Streit, der sich hier gerade entbrannt hat. Und was machen wir jetzt, Herr Schulz? Wie lösen wir das? Ja, ich habe das jetzt ja nur analysiert. Natürlich bin ich auch Bürger und habe dazu auch eine andere Meinung. Aber das, was ich aus wissenschaftlicher Sicht sagen würde, ist, was auch die Protest- und Bewegungsforschung, glaube ich, auch andere Kolleginnen und Kollegen sagen würde, ist, solche Aktionen sind natürlich immer umstritten. Vielleicht ist auch die letzte Generation auf einem völlig falschen Weg, weil sie viel zu wenig verstanden wird. Aber wir haben viele Beispiele dafür in der Geschichte, dass Protest dann auch misslingt, missverstanden wird und so weiter. Aber er dient eben auch einer Selbstverständigung über bestimmte Themen. Und Sie haben es ja selber gesagt, wir reden ja heute hier darüber. Vielleicht reden wir nachher sogar noch über Ziele, die Sie haben. Konkrete, die sind ja sehr eigentlich kleinteilig und fast niedlich, die letzte Generation fordert. Dinge, die ja auch schon Grünpolitiker, SPD-Politiker auch unterstützen. Also das ist auch so ein Phänomen mit sehr zu Empörungen hinführenden Aktionen wird auf etwas verwiesen, was dann aber eigentlich doch viele teilen, aber was nicht umgesetzt wird. Und das ist genau die Blockade. Und vielleicht werden wir da in 10, 20 Jahren drauf blicken und das wie andere Proteste, die es ja immer wieder gab. Stuttgart 21, Mutlangen, die Friedensdemonstrationen der 80er Jahre und so weiter. Und immer war da im Übrigen auch Gesetzesübertretungen teilweise Thema, im Übrigen auch von Sozialdemokraten. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen, wie rechtsstaatlich eingeengt Sie jetzt natürlich als Innenminister argumentieren müssen, verstehe ich. Aber also viele Sozialdemokraten waren schon mal mutiger. Dankeschön für die Einordnung. Das ist immer gut zu wissen, wenn man einen verkappten dritten Moderator hat, der das auch noch mal ein bisschen einordnet. Nein, das ist ja super, weil ich finde, das hat das ja noch mal geordnet und versachtlicht in dem Blick eines Außenstehenden. Frau Jakob, Sie sind ja auch als BUND-Landesvorsitzende Vertreterin einer NGO, die sich ja dort auch darum Gedanken macht, wie machen wir für unsere Ziele aufmerksam. Wie blicken Sie denn auf die Aktionen der letzten Generation? Ist das der richtige Weg? Wirft das am Ende vielleicht sogar, wenn es anders gedeutet wird, ein schlechtes Licht auf andere NGOs wie den BUND, weil die eben anders arbeiten, um auf Themen aufmerksam zu machen? Wie gucken Sie auf die Entwicklung? Ja, also als erstes muss ich sagen, ich teile natürlich zu 100% die Ziele, dass wir den Klimaschutz erreichen müssen. Und ich teile auch die Einschätzung, dass viel zu wenig passiert. Und ich kann tatsächlich auch gut verstehen, dass Leute mittlerweile frustriert sind davon, dass es eben zu langsam geht. Und
es ist ja nicht so, wenn das jetzt so eine Sache wäre, wenn es diese Kipppunkte nicht gäbe, dann könnte man ja auch wirklich sagen, gut, wir haben einen normalen demokratischen Prozess und dann dauert halt manchmal etwas länger, das ist dann halt so. Nur wir haben es ja mit etwas zu tun, womit der Mensch offenbar sehr schwer umgehen kann, dass das jetzige Handeln in der Zukunft sehr krasse Auswirkungen haben kann. Und von daher kann ich es gut nachvollziehen. Ich denke tatsächlich, dass jeder für sich entscheiden muss, was die passende Aktionsform für ihn ist und die passende Protestform. Für mich ist ganz klar, es muss gewaltlos sein, weil das hat er ja auch sehr gut geschildert. Ich kann nicht für das Leben kämpfen und gleichzeitig Leben schaden. Ich habe jetzt keine Angst, dass wir dadurch in Verruf geraten. Ich sehe es eher so, der BUND hat seine Formen, aktiv zu sein. Sind wir ja auch schon seit Jahrzehnten. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt noch mal in alten Pressemitteilungen aus den 80er Jahren geblättert, weil wir dieses Jahr ein Jubiläum feiern und da guckt man ja mal zurück. Und da merkt man halt sowas wie zu viel Straßenbau, zu viel Verkehr und so weiter. Das sind Themen, die hatten wir damals schon. Also da muss ich sagen, ich kann alle verstehen, die sagen, Leute, das geht echt viel zu langsam. Und mich ärgert eben bei der ganzen Diskussion, dass halt auch wahnsinnig übertrieben wird. Also zum Beispiel, dass es einen Stau gibt, weil eine Straße blockiert wird. Wir machen Demonstrationen. Wir organisieren seit Jahrzehnten Demonstrationen. Jede etwas größere Demonstration führt irgendwo zu einem Straßenstau, weil wir laufen auf Straßen. Sind aber angemeldet. Vielleicht der Unterschied zu den Protesten? Die Leute stehen ja trotzdem im Stau. Also die mal wenigsten werden, klar, manche haben es vielleicht vorher gehört, dass sie dann da nicht langfahren. Die Aktion übrigens jetzt im Mainzer, auf der A643 im Mainzer Sand mit dem Abseilen war übrigens auch angemeldet. Das heißt, das war gar keine spontane Aktion. Also es gibt die verschiedensten Formen. Ich bin auch schon mal mit dem Fahrrad über die B10 im Pfälzerwald gefahren, um gegen den Ausbau zu protestieren. Da war die Straße sicherlich genauso lange gesperrt wie jetzt die A643. Das heißt, natürlich muss Protest spürbar sein, weil sonst wird er nicht wahrgenommen. Und natürlich muss man auch mal Leute verärgern. Und in welcher Form man das dann macht, muss jeder Einzelne und auch jede Organisation für sich selber entscheiden. Und wir gehen da sicherlich einen anderen Weg. Und ich fand das aber auch noch mal wichtig, was mein Vorredner gesagt hat. Es ist ja nicht so, als wäre das neu. Meines Wissens ist eigentlich bei jeder sozialen Bewegung, die zu irgendwas gebracht hat, hatte ziviler Ungehorsam einen Part. Und ich habe neulich recherchiert, weil ich auch dachte, naja, was sagen denn offizielle Stellen zu dem Thema? Und ich bin selbst bei der Bundeszentrale für politische Bildung auf ein Essay gestoßen, wo dargestellt wurde, warum ziviler Ungehorsam für eine lebendige Demokratie extrem wichtig ist. Weil es eben darum geht, auszuloten, was ist vielleicht legal, was ist legitim. Und weil es auch darum geht, dass natürlich eigene, auch demokratische Institutionen selber oft vielleicht nicht merken, wo sie eben auch nicht mehr wirksam sind oder auch nicht mehr ganz demokratisch funktionieren. Und das müssen wir auch aushalten. Das müssen natürlich auch die Leute, die Aktionen machen, die nicht mehr legal sind, müssen natürlich auch aushalten, dass sie dafür bestraft werden. Das tun sie aber ja auch. Und dann gehört das für mich tatsächlich, solange es gewaltfrei bleibt, auch zur Demokratie dazu. Vielen Dank. Wir kämen jetzt zum Ende des ersten Blocks. Ich glaube, wir werden in den kommenden Blöcken, weil wir jetzt vieles schon gestreift haben und wir merken, wie viel Druck gerade auf dem Kessel dieses Themas ist, was uns natürlich als Medien sehr freut, da bestimmt an manchen Punkten nochmal vorbeikommen. Haben uns aber vorgenommen, weil das naturgemäß auch ein Thema ist, was im Netz sehr, sehr viel diskutiert wird, dass wir dort auch die Kommentare im Auge behalten. Und deswegen, Tobias, das hast du mit im Blick. Gibt es dort Fragen? Ja, wir haben tatsächlich einige User-Fragen reinbekommen. Einige greifen das auf, was Sie gesagt haben, Herr Schulz. Sie haben den Begriff Taliban verwendet, beziehungsweise da die Politik zitiert. Es wird ja auch immer wieder von der RAF dieser Vergleich bemüht. Deswegen die Frage geht an Sie, Herr Bayer. Ärgert Sie dieser Vergleich oder ist es sogar ein bisschen dienlich, um für noch mehr Medienaufmerksamkeit zu sorgen? Ich habe den Eindruck, dass er in den letzten Wochen, Monaten weniger verwendet wurde, dass die ganze Debatte vielleicht ein Stück weit beendet wurde durch die Wahl des Wortes Klimaterroristen zum Unwort des Jahres. Und muss sagen, ich bin schwer beeindruckt von der Wortwahl Taliban beispielsweise, die jetzt nach der
nach dem Protest am Grundgesetz Denkmal kam. Es ist natürlich ein ganz klarer Versuch, zu uns zu diskreditieren, wie so viele andere Versuche auch gestartet werden. Wir sind die einzige Protestform, bei der in Berlin beispielsweise erfasst wird, wie viele Rettungswagen verzögert werden durch Staus, die eventuell durch uns entstanden sind. Also klar, die Debatte geht völlig am Ziel vorbei. Es geht einfach nur darum, uns zu diskreditieren, obwohl wir ganz klar für was einstehen, wohinter sich eine absolute Mehrheit der Bevölkerung vereinigt, wo die Bundesregierung sagt, dass sie absolut dafür ist, nämlich für Klimaschutz. Und dann bei dem Punkt möchte ich vielleicht auch noch kurz darauf eingehen, dass sie sagen, wir würden uns erhöhen für über etwas. Was ganz wichtig ist bei dem, was wir machen, weil diese Protestform eben auch so drastisch ist, ist, dass wir mit Namen und Gesicht dazustehen. Und auch zu den Konsequenzen. So, ich persönlich war jetzt November 23 Tage im Gefängnis. Meine Wohnung wurde mehrfach durchsucht. Ist nicht schön für mich. Die Gefahr besteht auch in Zukunft, dass das wieder vorkommt. Und wenn es dazu kommt, dann wird es so sein. Ich werde nicht wegrennen. Ich habe die Polizei in meine Wohnung gelassen und gesagt, ja, ich habe das gemacht. Kommen Sie rein, ich habe nichts zu verbergen. Weil uns dieser Rechtsstaat eben wichtig ist, nicht weil wir uns darüber erhöhen wollen, sondern weil gerade tatsächlich Recht mit Füßen getreten wird, und zwar nicht von uns, sondern von einer Regierung, die unsere Lebensgrundlagen nicht schützt. Und weil wir über die vergangenen Jahre alles versucht haben, weil selbst einfachste Schritte nicht ergriffen werden, sehen wir einfach keine andere Möglichkeit. Und wir haben es wurde gerade eben auch schon angesprochen, in der Geschichte immer wieder gesehen, ziviler Ungehorsam hat immer wieder dazu beigetragen, dass wir große soziale Errungenschaften erreicht haben. Das Frauenwahlrecht, die Suffragetten haben das erstritten, die haben Gemälde zerschlitzt und Briefkästen hochgejagt. Fragen Sie sich mal, wie beliebt die zu ihrer Zeit waren. Ja? Ich glaube, dagegen sind wir noch sehr moderat und im Anbetracht der Zeit, die wir noch haben, sind, denke ich, solche Proteste absolut legitim und solche Vergleiche absolut daneben. Wir wollen heute natürlich auch über Fakten sprechen. Von daher war ja die Frage jetzt erstmal an Sie, um das ein bisschen einzuordnen. Wird immer wieder viel über die Mitgliederzahlen, so nennt sich mal bei Ihnen, diskutiert. Wo liegt die aktuell? Tatsächlich für uns auch immer gar nicht so ganz leicht zu sagen, weil wir das jetzt nicht irgendwie eins zu eins tracken, aber wir gehen von irgendwas zwischen 800 und 1200 deutschlandweit aus. Tendenz steigend? Tendenz steigend. Wir haben am 24. Januar letzten Jahres die ersten Straßenblockade gemacht, damals mit 24 Menschen. Jetzt sind wir ein gutes Jahr später. Ich glaube, das ist ein guter Zugewinn. Aber klar, es ist noch zu wenig. Vorhin kam ja auch der Punkt auf, dass wir jetzt da eine Diskussion entfacht haben, quasi die dann aber auch irgendwo ein Stück weit entfacht, die verpufft. Solche Proteste wie jetzt beim Grundgesetz haben natürlich einen symbolischen Charakter. Politik wird sich aber, das haben die letzten Jahre gezeigt, nicht bewegen, wenn wir nicht tatsächlich einen Druck von der Straße bekommen. Und darum geht es. Wir machen weiterhin unsere Straßenblockaden und all das, wo wir eine größtmögliche Störung des öffentlichen Lebens erzeugen können, das ist einfach das Ziel, weil das nicht ignoriert werden kann. Das Ziel ist, die Störungen so groß werden zu lassen, dass es daran kein Vorbeikommen mehr gibt, dass wirklich über die Inhalte gesprochen werden muss und nicht einfach solch billige Vergleiche gezogen werden können und dann wird die Diskussion irgendwie im Keim erstickt, sondern das Ziel ist, eine Störung zu kreieren. Das gelingt uns jetzt immer mehr. Wir sind noch zu wenige, aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir da bald hinkommen. Das heißt ja auch oft, dass mittlerweile sehr strenge Hierarchien bei Ihnen herrschen. Jetzt so eine Aktion wie in Berlin, über die wir auch gerade gesprochen haben, wie läuft die ab? Wie wird da kommuniziert? Wie kriegen Sie die Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt X da vor Ort hin? Wir haben eine funktionale Hierarchie. Ja? Das heißt, wir haben über die vergangenen Jahre bei ähnlichen Bewegungen wie beispielsweise Extinction Rebellion gesehen, wo alles basisdemokratisch entschieden wird, was ich persönlich am liebsten auch so machen würde, weil es einfach gewährleistet, ja, dass jede Stimme gehört wird, dass alle Bedenken wirklich berücksichtigt werden. Aber natürlich verliert man dabei auch Zeit. So, und wenn wir jetzt auf
den britischen Klimawissenschaftler Sir David King hören, der sagt, dass wir noch 2 bis 3 Jahre haben. Wenn wir auf Professor Schellenhuber hören, einer der renommiertesten Klimaforscher Deutschlands, der sagt, dass wir unsere Kinder in einen Schulbus setzen, in einen globalen Schulbus, der zu 99% mit 99%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglücken wird, da haben wir einfach nicht mehr viel Zeit. So. Und da kann man lachen, aber das kann man auch ernst nehmen, wenn das einer der... Ich nehme sogar sehr ernst, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie hilft, die Bilder möglichst drastisch, blutig und damit übertrieben zu zeichnen. Deswegen habe ich einfach mal das Gesicht verzogen. Das darf einfach auch mal erlaubt sein, da sind wir beim Framen. Also ein Bild zu zeichnen, der Planet sitzt in einem Schulbus und der wird tödlich enden. Die Kinder, ja. Ist ihr Bild, das ist nicht mein Bild von Zukunft, das ist auch nicht mein Bild von Zuversicht, das ist auch nicht mein Bild, was ich denen mit auf den Weg geben möchte, von denen ich mir wünsche, dass sie sich entschiedener zum Beispiel auch für Ziele wie Klimaschutz einstellen. Mhm. Wie gesagt, will ich zumindest mal als politischer Mensch antworten, weil wenn die Bilder, die Sie zeichnen, zutreffend wären, ich bleibe im Konjunktiv, es lässt ja die Möglichkeit auch offen, dass sie zutreffend sind, dann sind es zumindest Bilder, bei denen ja dann auch wirklich zum einen sich die Vergeblichkeitsfalle schon geöffnet hat aus Ihrer Sicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir es wenden können. Davon bin ich überzeugt. Ich auch. Es ist auch ein Teil meiner Anstrengung in der politischen Verantwortung, mit vielen anderen es zu tun. Und das andere ist, dass es ein Teil vielleicht auch von politischer Verantwortung ist an der Stelle. Und da bin ich auch wieder bei meinem geliebten Grundgesetz, weil das war eine Grenze aus meiner Sicht. Barmherzigkeit von Ihnen ist da größer. Das ist das Schöne an so einem Spektrum, dass das auch unterschiedlich gesehen wird. Nämlich, dass man eben nicht so handeln darf, als sei alles zu rechtfertigen. Und wer, da bleibe ich dabei, das Grundgesetz besudelt, hat im Kern eigentlich negiert, dass es diese Rechtsordnung noch bedarf. Das war vielleicht jetzt von mir übertrieben formuliert, aber das ist genau der Punkt, den ich an dieser Stelle kritisiere, nämlich sich sozusagen selbst legitimieren in eine Situation, die für andere erstmal nicht gilt, weil ich muss ja diesen Schulbus, der tödlich verendet, enden. Aber das ist nicht das einzige politische und gesellschaftspolitische Feld, das wir in Deutschland haben. Es ist auch nicht das einzige, was wir in der Welt haben. Wir haben heute den Internationalen Frauentag und ich glaube, ich würde heute niemanden treffen wollen, außer ein paar Konservative bei der CDU, die irgendwie sagen, nee, das haben wir doch jetzt schon erreicht. Es sind bestimmte politische, gesellschaftliche Ziele, sind eben noch nicht erreicht. Sie sind prozesshaft zu erreichen. Dafür muss man etwas tun. Gegebenenfalls auch politische Mehrheiten ändern oder Menschen erreichen. Und was ich Ihnen ganz konkret sage, aus der politischen Betrachtung heraus, und jetzt nicht aus der rechtsstaatlichen, aber dafür bin ich heute Abend eingeladen worden, und sonst wäre ich wahrscheinlich eben tatsächlich die Kollegin aus dem Klimaschutzministerium hier. Ich sage Ihnen, so gewinnen Sie die Menschen nicht. Wir erleben eher das Gegenteil. Ich erlebe im Moment genau das, nämlich dass die Bilder so, wo provoziert gearbeitet wird, sie wollen provozieren, also wird provoziert geantwortet, das war nicht meine Wortwahl, auch nicht die von Michael Roth, die würde ich mir auch nicht zu eigen machen, aber natürlich wird provoziert geantwortet. Und am Ende erreichen sie nicht eine breite Bewegung, die eigentlich in diesem Land meines Erachtens auch als ein großer gesellschaftlicher Konsens da ist, sondern im Kern erreichen sie etwas, das ist übrigens legitim, dass sie das erreichen wollen oder vielleicht auch können. Ich kritisiere es nicht, ich beschreibe es, aber aus meiner Sicht erreichen sie eigentlich eine Form von Polarisierung über die Aktionen, die nicht dazu führen, dass wir irgendwie mehr tun, sondern dass wir uns eher die Frage stellen, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben. Also eigentlich bremsen sie nicht den Verkehr. Das ist wirklich nicht so schlimm, mal den Verkehr zu bremsen. Das habe ich auch schon oft gemacht. Sie bremsen den Klimaschutz. Das ist meine Betrachtung. Es ist ja nicht so, dass schon etwas getan wird und jetzt fangen wir mit unseren Protesten an und auf einmal kommt alles in Stocken. Ja? Also vor ein paar Tagen kam die Nachricht raus, im Süden Deutschlands, Rheinland-Pfalz gehört auch dazu, wurde dieses Jahr bisher kein einziges Windrad neu genehmigt. So, wir bräuchten in der aktuellen Situation 7 Windräder am Tag, wenn wir das irgendwie mit der Energiewende hinkriegen wollen, wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir Klimaneutralität, Null Emissionen bis 2030 in Deutschland erreichen, dem Zeitpunkt, wo wir 1,5 Grad reißen werden. So, also es ist, die Windräder in Rheinland-Pfalz werden dafür gebaut, weil sie Straßen blockieren. Das glauben wir beide nicht, oder? Es gibt keinen Beleg dafür, dass die Beliebtheit einer Bewegung entscheidend ist für deren Erfolg. Ja? Da möchte ich gerne anknüpfen. Ist das korrekt? Ja, ich meine, die meisten Bewegungen sind eigentlich zunächst mal gar nicht erfolgreich, wenn man die Umsetzung konkreter Forderungen
betrachtet, da sind eigentlich in der Geschichte jetzt der BRD, man kann noch weiter zurückgehen, scheitern die oft. Da kann man ganz viel angucken. Also die Forderungen werden nicht so eben umgesetzt. Selbst die, sag ich mal, die wirklich ins kollektive Bewusstsein eingedrungene Großdemonstrationen, was ich Hofgarten, 300.000 Leute gegen den NATO-Doppelbeschluss und so, es wurde nichts geändert erstmal an der Politik. Stuttgart 21, es wird gebaut. Es gibt viele weitere Beispiele dafür. Aber auch wenn sie nicht erfolgreich sind, haben sie langfristig oft was verändert, angestoßen, Themen verschoben, Bewusstsein verändert. Und hier ist nun die Frage, das haben Sie ja, Herr Ebling, jetzt gerade so ein bisschen angesprochen, das ist ein Fall, der vielleicht ein bisschen besonders ist, weil laut vielen Umfragen das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Dringlichkeit und Notwendigkeit von mehr Klimaschutz zunächst mal da ist, so bei 80%, je nachdem, was man sich genau anguckt. Die ist da, die Leute wollen das, die stehen dahinter. Alle Parteien schreiben sich das als Ziel auf die Fahnen, es gibt dazu auch entsprechende Beschlüsse und natürlich sogar hat das Gesetzeskraft. Aber die Frage ist, zwischen diesem erklärten Wollen und den konkreten Handlungen, reicht das? Ist da eine Kluft? Da sagen Sie ganz klar ja und da gibt es eine gewisse Hilflosigkeit möglicherweise und die Frage ist, ob dann dieser Protest sozusagen, ob der dann langfristig auch irgendwann erfolgreich ist oder ob nicht was anderes notwendig ist in dieser verfahrenen Situation. Das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung und jetzt keine wissenschaftlich irgendwie gedeckte. Ich finde ganz interessant, deshalb diesen Vorschlag, aber vielleicht kommen wir darauf später, eines Gesellschaftsrats, den Sie da einbringen, als Forderung, dass man sozusagen auch mal überlegt, sind wir vielleicht in unserem Institutionendesign, wie unsere Demokratie im Moment ist, noch zu starr? Brauchen wir noch andere Elemente, die uns helfen können, diese Krise, die es ja auf jeden Fall ist, es ist eine Klimakrise, das sagen ja auch alle großen Parteien, aufzulösen? Brauchen wir da noch mehr als das, was schon getan wird? Und helfen uns dabei vielleicht auch andere Institutionen? Das fände ich spannend. Eine Nachfrage, bevor Sie sich äußern dürfen, Frau Jakob, Herr Schulz, als Kommunikationswissenschaftler haben wir ja gerade gesehen, das steht ja ein bisschen so sinnbildlich, Diskussion zwischen Ebling und Bayer, gerade für zwei Fronten, die sich etwas verhärten und die auch, es war beispielhaft an einer Wortwahl, aber die jetzt immer entschlossener miteinander ringen. Würden Sie sich als Kommunikationswissenschaftler eine Perspektive zutrauen, wie ob da jemand nochmal zusammenfindet oder ob das unter diesen beschriebenen Bedingungen, dass man sich eigentlich im Kern einig ist, aber in der Sache doch überhaupt nicht einig, oder ob das einfach parallel miteinander sich weiter hoch eskaliert? Das ist, da wage ich keinen Blick in die Glaskugel. Also es ist schon so, dass Konflikte und auch soziale Bewegungen auch integrierend sind in einer gewissen Weise, indem sie Konfliktpotenzial deutlich machen, indem sie hinweisen auf moralische Dilemmata und so weiter. Das ist hier vielleicht der Fall, aber es kann auch schiefgehen, wenn das sozusagen kommunikativ sich, was wir gerade so ein bisschen erleben, weiter verhärtet. Und ja, das mit der RAF und so weiter, das ist, und jetzt auch Taliban und so weiter, das sind, finde ich, angesichts dessen, was wir bisher vorfinden, abstruse Vergleiche und Versuche, das zu diskutieren. Sehe ich übrigens auch so. Ich will es nur mal sagen, bevor ich jetzt für alle Äußerungen der Welt aus der Politik verhaftet werde. Gleichwohl gibt es ja einen Punkt aus rechtsstaatlicher Sicht. Wie weit geht man? Und wir kennen eben auch aus der Geschichte vieler Bewegungen und Protestformen, dass es dann doch auch oft so einen kleinen Teil gibt, der sich dann manchmal noch abspaltet, der frustriert ist, weil es eben doch nicht so schnell Erfolg hat, der sich dann in eine militante Richtung stärker entwickelt. Das sehen wir an vielen Stellen, wo ziviler Ungehorsam ein großer Teil ist, die alle friedlich sein wollen. Und Sie bringen das hier sehr glaubhaft vor und stehen dafür sogar ein und sagen, ja, gehen sogar ins Gefängnis. Das nötigt mir Respekt ab und Hochachtung. Aber es gibt vielleicht eine gewisse Gefahr, wenn die Situation dramatischer wird, so wie Sie sie jetzt beschreiben, dann ist es ja letzte Generation, ist ja als Titel auch schon sehr dramatisch. Wir müssen jetzt was richtig tun und das birgt schon Militanzpotenzial. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, weil auch die 80er Jahre, also ich bin jetzt mal uncharmant, also wir erinnern uns noch daran, wie die 80er Jahre waren, die anderen vielleicht nicht mehr so genau. Da war es ja auch so, dass man dachte, aus der Umweltschutzbewegung damals heraus, da wurde auch so argumentiert, also ich dachte dann als Kind, naja, also übermorgen gibt es keine Vögel mehr, die singen und der Wald ist komplett tot. Das war mein Bewusstsein damals. Und das, glaube ich, denken viele Kinder und Jugendliche heute auch, wenn sie Nachrichten verfolgen und auch ihre Mitteilung verfolgen. Und das ist da nicht so gekommen, zum Glück. Was nicht heißt, dass nicht der Wald in desolaten Zustand weiterhin ist, aber er ist noch da, also auch wenn nicht überall gut. Und Vögel singen auch noch, wenn auch weniger, leider.
will sagen, diese Dramatisierung mit dem Bus und so weiter, hat nicht Herr Ebling da vielleicht doch auch einen Punkt, dass man dann auch irgendwann, die Älteren, für die nutzt sich das auch ab und die sagen, naja, also ist das konstruktiv? Und gleichzeitig haben Sie natürlich die besondere Situation hier, hier geht es um ein planetares Problem, das eben auch viele Wissenschaftler so beschreiben, von denen manche moderater argumentieren und manche eben auch sehr auf die Düse drücken, weil sie wissen, nur so kriegt man Aufmerksamkeit und politische Ziele da Druck hinter. Frau Jakob. Ja, genau. Vielleicht noch mal zu den 80er Jahren und dem Waldsterben. Das ist ja tatsächlich verhindert worden damals, weil ja dann auch viel passiert ist. Also, Präventionsparadox, haben wir bei Corona gelernt. Es ist ja tatsächlich dann viel gemacht worden, um die Luft sauberer zu bekommen, weshalb dann eben die Wälder damals nicht abgestorben sind und heute leiden sie eben aus Klimagründen. Ich wollte aber noch mal einen anderen Punkt machen, auch passend zu Herrn Schulz. Ich fände es eigentlich spannender, als darüber zu diskutieren, wie gut welche Protestform funktioniert, ist ja eigentlich die Frage, wir sind uns einig, es muss was passieren. Das Ziel ist klar. Ich glaube, es ist auch relativ eindeutig oder sehr eindeutig, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, auch im Tempo dessen, was wir tun, werden wir das 1,5-Grad-Ziel einfach nicht erreichen. Die Gefahr mit diesen Kipppunkten ist einfach sehr groß. Das ist auch nichts, was ich mir wünschen kann oder wo ich mir überlege, bin ich zuversichtlich oder nicht, sondern das sind halt Modelle von Wissenschaftlern. Natürlich sind es Modelle und Prognosen, die nicht genauso eintreten müssen. Das, was ich wahrnehme, ist aber eher umgekehrt. Es geht gerade alles viel schneller, als die Wissenschaft es vermutet hat. Also es ist schon schlimmer als eigentlich vor ein paar Jahren noch gedacht. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns die Frage stellen, wie müssen wir eigentlich in unserer Gesellschaft uns strukturieren, damit wir in die Handlung kommen? Und was sind die Mechanismen, die das auch verhindern? Und da finde ich die Frage, brauchen wir auch in der Demokratie nochmal andere Institutionen oder Mechanismen, eine sehr wichtige Frage, weil wir haben ja die Problematik, Politiker werden für 4-5 Jahre gewählt in eine Regierung, müssten eigentlich, um Klimaschutz wirklich voranbringen, auch mal krasse Entscheidungen treffen und wissen, dass sie dann nicht wiedergewählt werden. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Grund, weshalb vieles eben auch nicht passiert, weil man halt auch mal Sachen machen muss, die erstmal unbeliebt sind. Und klar, wir kennen ja auch das Paradox in Bevölkerung, dass man ganz oft, sei es bei der Ernährung, man macht Umfragen, alle sind dafür, dass es eine bessere Tierhaltung gibt und so weiter und so fort und kaufen dann aber das billigste Fleisch. Passt aber den teuersten Grill. Ja, auch das ist dann, macht es noch unlogischer. Aber es muss uns auch klar sein, dass Menschen einfach nicht rational handeln. Und dass das dazu führt, dass sie Dinge gut finden, aber nicht bereit sind, selber was dafür zu tun. Und das fände ich viel spannender, über solche Dinge mal zu diskutieren und wirklich zusammen zu überlegen, wie kommt man denn da raus? Die letzte Generation hat für sich gesagt, okay, wir haben jetzt Protestformen entwickelt, bei denen wir glauben, mit denen können wir was erreichen. Kann man der Meinung sein, dass es so ist oder auch nicht, aber was sind denn andere Ideen? Und wenn ich das ablehne, was die letzte Generation habe, dann finde ich, dann muss man irgendwie auch mal sagen, was ist denn die Alternative? Mhm. Und ich muss als Vertreterin des BUND sagen, klar, wir haben natürlich andere Methoden auch. Wir machen Demonstrationen, wir verklagen im Moment die Bundesregierung, weil sie sich nicht an ihr eigenes Klimaschutzgesetz hält. Das finde ich alles extrem wichtig. Ich weiß aber natürlich auch, dass wir seit zig Jahren kämpfen und vieles immer noch nicht erreicht haben. Wir fragen uns natürlich auch, was ist das eigentlich, wo kriegen wir den Hebel hin, dass auch mal wirklich das, was notwendig ist, passiert. Weil wir haben ja nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch noch eine Biodiversitätskrise. Die hängen zum Teil zusammen, die haben aber auch unterschiedliche Gründe zum Teil. Da passiert ja sogar noch weniger im Bewusstsein. Und also ich finde schon, wir rennen als Menschheit gegen so eine Wand oder einen Abgrund runter, eigentlich alles wissend, weil wir es nicht schaffen, entsprechend zu handeln. Mhm. Und vielleicht noch mal zu der Sache, der Einzige, der tötet, ist Putin. Natürlich ist das ein direktes Töten, aber wir müssen uns auch klar machen, dass unser Handeln an anderen Orten dazu führt, wenn die Klimakrise kommt, dann verhungern Menschen. Und dann haben wir eine Verantwortung dafür. Dann habe ich den nicht einzeln getötet. Aber wenn ich weiß, ich muss was tun und ich tue es nicht, habe ich natürlich da auch eine Verantwortung. Dankeschön, Frau Jakob. Herr Ebling, ich habe das Einatmen so verstanden, als haben Sie Redebedarf. Ja, das finde ich mutig, aus meiner Sicht.
mutig, sich auf einer deutschen Straße festzukleben, in einem dem freiheitlichsten, demokratischsten Rechtsstaatsland der Welt, mit, sind ja nur nicht so viele, das ist nicht mutig. Weil ich weiß, was auf mich zukommt, das kann ich mir vorher im Katalog angucken. Die Polizei ist behutsam da und sichert meine Versammlung ab, dass mir nichts passiert. Es darf keine Übergriffe geben, auch dafür sorgt die deutsche Polizei, denn sie schützt die Versammlung, denn so steht es in dem Grundgesetz, was Sie okay finden, die Bilder sagen mit was Erdöl anderes, zuschmitteln. Aber okay. Ich spreche für Rheinland-Pfalz. Es ist immer ein Arzt in der Nähe, dass ja nichts passiert. Das Ablösen dauert notfalls auch mehrere Minuten bis halbe Stunden, weil man auch niemanden verletzt. Also das ist nicht mutig für mich, ganz ehrlich nicht. Das ist eine provokante Aktion mit dem Ziel, möglichst Aufmerksamkeit zu erheischen. Das ist jetzt einem politischen Menschen nicht ganz fremd, dass man so in solchen Kategorien denkt. Aber das ist nicht mutig. Mutig finde ich eher wirklich die Frage, die Sie formulieren oder Sie beide eigentlich formulieren, wenn wir alle erkennen, dass das Ziel doch so gemeinsam und so groß ist, warum kommen wir da nicht voran? Liegt da sozusagen nicht tatsächlich irgendwo so eine Art von Hund begraben oder so etwas? Oder ist vielleicht, sage ich mal, die Organfähigkeit auch manchmal in dem, was wir demokratisch erreichen wollen, da sozusagen gestellt? Die Frage finde ich wirklich an der Stelle sehr spannend, weil ich nehme es ja auch so wahr, der große gesellschaftliche Konsens ist da. Ich würde schon allein des eigenen Ehrgefühls wegen nie sagen, und Politik ist nicht bereit, da was zu entscheiden, sondern das Entscheidende ist doch, schaffen wir es am Ende dadurch, dass wir nur uns dem einen Ziel in der vollen Radikalität verpflichtet fühlen, oder ist es nicht am Ende auch ein bisschen komplexer? Und da bin ich wieder bei der Kritik dieser Aktion, sie reduziert es auf ein Thema, als müsste man, ja wie eigentlich, durchregieren, demokratisch oder gar am Ende über Überbrückung der Demokratie, weil man hat ja das wahre Ziel vor Augen, um die Menschen zu retten. Sagen wir das oder werfen Sie das jetzt einfach mal so in den Raum? Ist eine rhetorische Frage. Ah, ja, okay. Und deswegen bleibe ich auf dem Moment, so wie ich Demokratie auch verstehe, wir werden die Menschen davon überzeugen müssen, dass sie diese Schritte tun. Das ist mühsamer. Aber es ist am Ende genau der Weg, den sich dieses Land auch vorgegeben hat. Die Mehrheit der Deutschen ist davon überzeugt, dass es ein Tempolimit braucht. Und das gibt es trotzdem nicht. Und wer muss denn da bitte schön wen überzeugen? Wir nehmen jetzt immer so Beispiele, wo ich jetzt auch sage, die bremsen seinen Bus jetzt nicht, das wissen wir auch. Sondern am Ende brauchen wir einen beschleunigteren Ausbau im Bereich der Erneuerbaren. Es ist eine einfache Maßnahme, die sofort eine Wirkung hat. Ich will auch einfacher jetzt gar nicht als jedes Windkraftrad zu bauen. Okay, aber ich würde Ihnen gerne folgen an der Frage, wie schaffen wir es bei einem offensichtlich erkennbaren, breiten Konsens, das sozusagen auf die Piste zu bringen? Ja. Und die Frage finde ich wirklich mutig, weil sie sich die Frage stellt, ich sage jetzt mal, ist die Art und Weise auch der demokratischen Willensbildung, kommt die in Anführungszeichen vielleicht an Grenzen oder braucht man neue Formen, so wie Sie es eben angesprochen haben? Das finde ich an der Stelle interessant. Ich wollte es nur einfach sagen, weil ich finde es nicht mutig, sich in Deutschland sozusagen, man riskiert ja nichts. Aber macht jetzt ein Tempolimit Sinn oder nicht? Ich bin der Innenminister und ich bin nicht fürs Tempolimit jetzt da. Ich bin auch nicht dafür eingeladen worden. Ich habe nichts dagegen, wenn es ein Tempolimit gibt, weder persönlich noch politisch. Aber das sind jetzt so Einzelfragen. Also nochmal, wir von der Landesplanung her sorgen wir dafür, dass das nicht mehr passiert, was Sie zu Recht aus meiner Sicht kritisieren, nämlich dass es einen rapiden Ausbau auch der Erneuerbaren in Rheinland-Pfalz gibt. Das verstehe ich sehr wohl als einen politischen Auftrag und verstehe auch, dass man dafür Druck macht, verstehe auch, dass man Protestaktionen findet, verstehe auch, dass man freitags nicht in Schulen geht, sondern demonstriert. Also damit komme ich ganz gut zurecht, auch rechtsstaatlich. Also beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien und gleichzeitig nicht ein einziges neues Windrad dieses Jahr. Ich glaube, da kommt was nicht zusammen. Ich glaube, die Frage ist aber auch nicht, ob ich mutig bin, ob Frau Jakob mutig ist, ob irgendwer, der oder die, was für Klimaschutz tut, mutig ist. Ich glaube, wichtig, was gerade wichtig ist, ist Mut aus der Politik. Sie müssen da einfach jetzt mal klar vorangehen und mutige Entscheidungen treffen, weil ansonsten kriegen wir es nicht gebacken. Wir haben einen SPD-Klimakanzler, so hat er sich im Wahlkampf tituliert. Und was wir jetzt in den Krisen gerade erleben, ist, dass die fossilen Konzerne immer reicher werden, während PolitikerInnen uns irgendwie die Tipps geben, ob wir uns jetzt, wie lange wir zu duschen haben, ob wir uns mit einem Waschlappen waschen. Das ist Politik, die irgendwie gerade stattfindet. Das war aber kein Sozialdemokrat, der die Waschtipps gegeben hat.
Ja, es ist aber trotzdem, die Situation ist, dass fossile Konzerne gerade immer reicher werden in den multiplen Krisen. Und die Menschen, die beispielsweise, die wir auch da blockieren, tagtäglich auf den Straßen, dass die sich Sorgen machen müssen, wie sie irgendwie ihre Gasrechnungen beispielsweise bezahlen. Wir erleben es, dass jetzt die LNG-Terminals immer weiter ausgebaut werden sollen. Wir haben ein internes Papier des Bundeswirtschaftsministeriums, was sagt, dass diese ganzen Pläne völlig überdimensioniert sind, dass wir uns da in fossile Abhängigkeiten gerade begeben, auf Jahrzehnte. Ja? Und das geht also nicht nur, das geht sogar völlig in die falsche Richtung. Also es ist nicht mal so, dass da ein bisschen zu wenig Klimaschutz gemacht wird, sondern fossile Energien werden weiter ausgebaut, weiter manifestiert. Das ist eine Situation, in der wir sind. Deshalb unsere Proteste. Und ich glaube, also für mich persönlich, es bringt schon einige Belastungen, ob es jetzt mutig ist oder nicht. Ich würde gern was anderes machen, aber darum geht es nicht. Es geht nicht um uns, es geht nicht um den BUND. Es geht darum, dass die Regierung ihrer eigenen Verpflichtung, der Verfassung nachzukommen, eben nicht nachkommt. Wir würden gerne zu unserem dritten Block kommen und ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich habe von Ihnen gelesen in einem Interview, Sie haben gesagt, Sie möchten keine Kinder in diese Welt setzen. Ist das weiterhin so? Oh, ich weiß gar nicht, ob das so richtig zitiert wurde. Ja. Es ist, jetzt wäre der Moment, um es genau klarzustellen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Ja. Es ist also für viele Menschen, vor allem junge Menschen natürlich, eine schwierige Entscheidung auf jeden Fall. Wir hatten das Bild mit dem Bus, was ja nicht ich gezeichnet habe, sondern einer der Menschen, der sein Leben lang nichts anderes getan hat, als sich damit auseinanderzusetzen, was mit dem Klima passiert, was die Situation ist, auf die wir gerade zusteuern. Wenn uns solche Sachen wie aus dem globalen Süden schon nicht reichen, was ich persönlich das Traurigste an der ganzen Sache finde, 250.000 Kinder in Ostafrika, die letztes Jahr gestorben sind, bevor sie 5 Jahre alt wurden aufgrund der Dürre, die auch im Zusammenhang mit der Klimakatastrophe steht. Wenn uns das noch nicht reicht, können wir jetzt auch nach Europa schauen. Großbritannien hat, ich glaube, letzte oder vor 2 Wochen Gemüse rationiert in den Supermärkten. In Frankreich hat es über einen Monat lang nicht mehr geregnet. Erste Kommunen haben kein fließendes Wasser mehr. Das ist eine Situation, die jetzt gerade passiert, wo wir eine Erderhitzung global von etwa 1,2 Grad haben. So, wir hatten uns auf 1,5 Grad geeinigt, die werden wir 2030 reißen. Wir steuern auf 3 bis 4 Grad zu. Das ist ein globaler Durchschnitt. Die Meere erhitzen sich deutlich langsamer. Da, wo Menschen leben, wird es im Durchschnitt 7 Grad heißer. Wir werden bis 2050 Zonen haben oder 2070 Zonen haben, 20% der Landoberfläche, wo Menschen nicht mehr leben können, einfach weil es zu heiß ist, weil sie dort keine Landwirtschaft mehr betreiben können. So, und wenn wir denken, dass wir in Deutschland davon verschont bleiben werden, da haben wir uns geschnitten, dann können wir 2 Jahre zurückgehen, ins Ahrtal schauen, wo 180 Menschen in den Fluten gestorben sind. Eine Katastrophe, die ohne diese Erhitzung so auch nicht stattgefunden hätte. Das ist eine Situation, in der wir alle gemeinsam stecken. Wir alle, das vielleicht auch nochmal zu der Begrifflichkeit, sind die letzte Generation vor den Kipppunkten, nicht die letzte Generation, die noch leben wird, aber die letzte, die eben noch was machen kann. Und in der Situation sich anzuschauen, worauf wir zusteuern und sich dann zu fragen, möchte ich quasi ein Leben in die Welt setzen, was auf diese Zukunft zusteuert. Ja, ich habe da noch keine abschließende Entscheidung gefunden. Aber wenn ich Kinder in die Welt setzen würde, würde es wahrscheinlich mein Lebtag so sein, dass ich denken würde, hoffentlich geht es irgendwie gut, weil ansonsten habe ich dich hier in die Welt gesetzt und ich wusste, was du durchmachen werden musst. Und das ist einfach ja, nicht so einfach. Damit es irgendwie gut geht, ist ja auch eine der Forderungen ein Bürgerrat. Herr Ebeling, jetzt will ich doch nochmal eine konkrete Forderung rauspicken. In anderen Ländern hat man, ja, es ist sehr beliebt, man hat damit Erfolge erzielt, auch in Deutschland schon in ersten Regionen. Ist das was Sinn macht aus Ihrer Sicht? Das weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Die Frage habe ich mir so noch nicht gestellt. Ich glaube, was allemal Sinn macht, ist das zu tun, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, auch wenn man es als mühsam empfindet. Aber das ist die Notwendigkeit, der wir uns vor Augen stehen. Zum einen Menschen davon zu überzeugen, dass es richtig ist, dass dieses konsequente Handeln für ein Verhindern
der weiteren Erderwärmung nicht nur angesagt und angezeigt ist, sondern dass es auch dazu zu Konsequenzen führt. Ich könnte jetzt von der Wasserstoffstrategie der Landesregierung genauso profund berichten wie von den Veränderungen der Abstände, was die Errichtung von Windkraft angeht und viele andere Beispiele mehr. Das sind politische Rahmenbedingungen, die man setzt. Und das Zweite ist aber, wir müssen auch Menschen mitnehmen, die in einer realen oder sozialen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts leben, die unter anderem, Sie haben es ja zu Recht gesagt, davon auch angesprochen wird, dass wir einen Krieg in Europa haben mit Unsicherheiten und mit den Fragen, kann ich meine Lebenshaltungskosten stemmen oder Ähnlichem. Also was ich sagen will, ist, wir können nicht ein Thema absolut setzen aus meiner Sicht. Das ist auch nicht mein politischer Ansatz. Es gibt nur das eine Thema, da ist auch jedes Mittelrecht und auch jede Maßnahme recht, dass wir es erreichen. Sondern wir werden die Fragen, finde ich, um erfolgreich zu sein, von konsequentem Klimaschutz zusammendenken müssen mit einem wirtschaftlichen Erfolg. Weil nur der schafft am Ende die Wertschöpfung, um das bezahlen zu können. Oder um gegebenenfalls Menschen, die vielleicht die Maßnahmen für sich selbst auch nicht leisten können, sie aber trotzdem auch gerne wollen, ihnen diese Möglichkeit zu geben und mit natürlich einem konsequenten Zusammendenken, um am Ende auch sozialen Zusammenhalt hinzubekommen. Denn die konsequenten Maßnahmen, zum Beispiel zur Energieeinsparung oder Ähnlichen, adressieren im Moment, ich sage es jetzt mal, eine noch nicht mal mehr Mittelschicht, sondern einen gut verdienenden kleinen Teil unserer Gesellschaft, nämlich die sagen können, okay, ich kündige mich jetzt, auf meinem Haus kommt jetzt die Photovoltaikanlage, das ist mir 10.000 oder 15.000 Euro, ich bin jetzt da nicht preissicher, ist mir das wert. Meine Umrüstung auf die Wärmepumpe kostet 15.000 Euro oder 20.000 Euro, ja, das ist mir wert, in Klammern, und ich kann es mir leisten. Das ist im Moment ja kaum noch adressiert. Und deswegen sage ich noch einmal, wird es meines Erachtens auch der politische Erfolg an der Frage konsequenter Klimaschutz, ja, in der Tat, auch mit sicherlich Maßnahmen, die uns da noch nicht gefallen werden, auch dem Tempolimit, wobei ich das gar nicht mal für so schrecklich einschneidend halte, aber auch nicht für den Kampfpunkt. Es ist sehr symbolisch, finde ich, immer die Debatte ums Tempolimit, da wird es nicht entschieden. Aber in der Frage noch einmal, wir müssen erreichen können, dass Menschen einem dann auch nicht sagen, auf diesem Weg gehe ich euch verloren, weil ich es mir entweder nicht einleuchtet, oder gar, weil ich dann nicht mehr mitgenommen bin, weil das etwas ist wie, bleiben wir bei der Mobilität. Ja, es gibt alternative Antriebsarten und ich glaube, viele wären auch bereit, darauf zu gehen. Aber es setzt natürlich auch voraus, dass ich in der Lage bin, zum Beispiel meinen PKW, den ich vielleicht brauche, weil ich zur Arbeit fahre oder vielleicht auch vermeintlich brauche, vielleicht kann man auch umsteigen, aber erstmal brauche, dass das auch in einem Angebot sich bewegt, wo ich sagen kann, ja klar, ich nehme diese Veränderung, diese Art der Transformation kann ich auch selbst auch stemmen. Und deswegen sage ich, diese Dinge zu trennen, wird meines Erachtens nicht zu einem großen politischen Erfolg führen. Wir müssen das genau in diesem, meines Erachtens, Dreiklang auch denken. Wenn ohne wirtschaftlichen Erfolg und Ertrag auf der Seite auch von Unternehmen und Ähnlichem mehr, die im Übrigen beim Thema Klimaschutz viel interessanter und imposanter unterwegs sind als Teile auch unserer politischen Mehrheit. Ich war gestern bei einem, ich will ja keine Werbung machen, großen rheinland-pfälzischen Chemieunternehmen, die haben sehr präzise Vorstellungen dazu, wie sie am Ende mit Null Emissionen in der Zukunft produzieren. Also alles ist auf diesem Pfad, glaube ich, im Moment unterwegs. Die Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass das erfolgreich wird, halte ich für das politisch ansprechendere und zwar mutigere Modell, als zu sagen, ich setze mit gezielten Nadelstichen auf die Provokation. Das war ja die Ausgangsfrage. Werbung für den Bürgerrat haben Sie jetzt damit nicht gemacht? Nein. Deswegen, ich will auch kurz bei... Dafür ist die Wissenschaft hier. Die gibt genau. die sagt, ob es gut oder schlecht ist. Ist so eine Forderung zielführend oder hat vielleicht nicht sogar die Politik Angst vor so einem Gremium? Ja, möglicherweise hat sie Angst davor, aber es gibt auch schon Politiker, die sich dafür ausgesprochen haben, offenbar. So einen Rat, da kann man jetzt sagen, das ist auch riskant vielleicht. Also man weiß ja gar nicht, was dabei rauskommt. Ob die Ziele der letzten Generation am Ende dann das Ergebnis sind, weiß man eigentlich nicht. Ja? Ich glaube, in Berlin hat der Bürgerrat, der dort, den man gefunden hat, gesagt, oberste Priorität ist Klimaschutz. Und wir müssen sogar noch radikaler vorgehen. Also das kann sein, das hängt ja auch davon ab, wie sowas konstruiert ist. Also da gibt es unterschiedliche Modelle. Es gibt in manchen Ländern Erfahrungen mit so etwas, die weiterreichen als das, was wir im Moment in Deutschland haben. Also etwa auch in Irland und in Großbritannien gibt es damit Erfahrungen, die eigentlich ganz interessant sind. Es kommt dann darauf an, eben auch alle, die daran dann teilhaben, ja, gut zu informieren natürlich, dass die dann auch entscheiden können oder empfehlen können, je nachdem, wie man es anlegt,
auf einer sehr soliden Grundlage. Und das kann auch einen integrierenden Charakter haben, weil es dann sozusagen etwas ist, was jenseits der Parteien organisiert ist. Und dennoch wollen wir damit ja dann, wenn wir sowas hätten als eine Demokratie, nicht die Demokratie aus den Angeln heben, wie wir sie bisher kennen, sondern ergänzen möglicherweise. Und das ist, kann man unterschiedlich bauen, wie man dann solche Gremien bestückt. Also Losverfahren sind halt ein gängiges Mittel und eine Forderung. Und das, ich lese da manchmal, das sei ja irgendwie dann das Ende der Demokratie und der Repräsentation. Das ist natürlich Quatsch. Also gibt es Forschung zu und sehr viel Erfahrung. Und natürlich die Geschichte der Demokratie ist eine des Losverfahrens auch in hohem Maße. Und ich denke, wir fahren gut mit vielen der Institutionen, die wir haben in Deutschland, auch mit dem Bundesverfassungsgericht und mit der Art, wie wir unseren Rechtsstaat betreiben. Aber auch die Forschung zeigt, dass es auch interessante Ergänzungsmodelle geben kann, um so eine Demokratie auch so innovationsfreudiger vielleicht zu machen, aber auch um Konsense herzustellen oder Konflikte zumindest bearbeitbar zu machen. Und das kann hier der Fall sein. Wir haben ja auch schon viele Erfahrungen machen können mit BürgerInnenräten oder Gesellschaftsrat ist jetzt das, was wir eben fordern. Wir hatten den Bürgerrat Klima, der sehr, sehr progressive Vorschläge erarbeitet hat, der absolute Mehrheiten für diese Forderung in der deutschen Bevölkerung findet. Ja, also etwas, was Politik, wie sie momentan stattfindet, oft gar nicht hinbekommt. Problem dabei ist, dass die Politik das dann ganz groß begrüßt und irgendwie für gut hält und das Gutachten entgegennimmt und dann verschwindet es in der Schublade. Und so funktioniert es eben nicht. Deswegen fordern wir jetzt einen Gesellschaftsrat mit ganz vielen Komponenten. Sowas muss von Anfang an medial begleitet sein. Es muss wirklich Thema sein in allen Brennpunkten quasi. Jetzt hier kommen wir jetzt als Bevölkerung zusammen und entscheiden gemeinsam, was wir in der aktuellen Situation eben brauchen. Dieser Gesellschaftsrat wird dann von Expertinnen beraten. Diese Beratungen, also die BürgerInnen, die miteinander sprechen, das ist dann quasi nicht übertragen, weil damit man auch einen geschützten Raum hat, aber diese Beratungen durch die Expertinnen, die sind eben öffentlich. Es wird ausgelost, sodass wir eine tatsächliche Repräsentation haben. So, jetzt sagen Leute, ihr wollt da auslosen, wie soll denn das funktionieren? Naja, die Erfahrungen zeigen, dass durch diese Repräsentation, die dabei entsteht, dass tatsächlich alle gesellschaftlichen Gruppen gehört werden. Gerade auch die, die im aktuellen politischen System eben nicht gehört werden. Im Bundestag sitzen 83% AkademikerInnen, während wir, glaube ich, 15% AkademikerInnen in Deutschland haben. Ja, also genau die Arbeiter, die Menschen auf dem Land, die aufs Auto eben angewiesen sind, denen wir übrigens das Auto nicht wegnehmen wollen, sondern wir fordern, dass öffentlicher Personennahverkehr eben so ausgebaut wird, damit Menschen darauf nicht mehr angewiesen sind, die finden da auch eine Stimme. Ja, der Autofan aus dem aus dem Rheingebiet kann irgendwie mit der Veganerin aus Berlin da ins Gespräch kommen und man entwickelt Verständnis füreinander und am Ende haben eben Ergebnisse gezeigt bei vergangenen BürgerInnenräten, dass da ganz progressive Vorschläge bei rauskommen. Problem ist einfach nur, dass Politik sich am Ende daran nicht hält. Einen Punkt möchte ich noch mal kurz ansprechen, weil Sie es jetzt immer wieder gesagt haben. Es ist nicht das eine Thema, was wir uns ausgesucht haben, sondern alle Themen hängen mit diesem Thema zusammen. So, wenn wir jetzt heute Frauentag haben und Sie sagen, Sie wollen sich für die Rechte von Frauen stark machen, dann ist es halt so, wenn Klimakatastrophe beispielsweise im globalen Süden, wo sie heute schon stattfindet, real wird. Dort sind eben viele Menschen auf die Landwirtschaft angewiesen. Und Menschen, die dort Land haben, sind oft in erster Linie Männer. So, die können sich, solange es geht, dann irgendwie noch selbst versorgen. Frauen, die kein Land haben, können das nicht. Ja, und so haben wir ganz viele Situationen, Menschen, die eh schon marginalisiert sind, die eh schon am meisten mit sozialen von sozialen Kämpfen betroffen sind, die werden durch die Klimakatastrophe am allermeisten betroffen sein. Und deswegen müssen wir dieses Thema bei allen Themen mitdenken. Natürlich müssen wir gucken, dass wir irgendwie eine Wirtschaft haben, die am Ende noch funktioniert. Was wir aber gerade haben, ist, dass wir im Zeitraum von 1990 bis 2015 hat das oberste Prozent der Weltbevölkerung, also 63 Millionen Menschen, doppelt so viel CO2 ausgestoßen wie der ärmere Teil der Weltbevölkerung. Nicht genauso viel, sondern doppelt so viel. 63 Millionen Menschen wie ein paar Milliarden Menschen. Und gleichzeitig haben die Öl- und Gaskonzerne in der Krise jetzt aktuell Gewinne eingefahren wie noch nie zuvor.
Ja, also wenn wir das mit Wirtschaftlichkeit sichern meinen, dann bin ich da auf jeden Fall anderer Meinung. Wir könnten 3/4 der Methanemissionen durch Öl und Gas reduzieren, indem wir einfach eine Übergewinnsteuer von etwa 4% auf diese Übergewinne einführen würden. Das sind alles Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, aber eben nicht umgesetzt werden. Ja, was ich mit Wirtschaftlichkeit meine, ist jetzt nicht, dass ich Ihrem überzeichneten Modell jetzt beitrete oder umgekehrt auch sage, nee, das ist ja alles ganz anders, dass da manches schiefläuft. Und früher war es der Kapitalismus, der an allem schuld war, jetzt ist es die Klimakrise. Alles okay, ist nicht mein Punkt. Aber was ich mit Wirtschaftlichkeit meine, wir können es ja mal vor der Haustür betrachten. Wir haben zum Beispiel eine hohe energieintensive Glasindustrie. Diese Glasindustrie sagt konsequent, bis 2030 sind wir CO2-frei in der Produktion. Sie wird aber diese Energie, es sei denn, wir sagen, brauchen wir nicht mehr, oder weil es halt so energieintensiv ist, müssen wir uns davon trennen oder wie immer dann die Spanne ausschaut, da sage ich mal nein. Ich glaube, dass wir diese Form von Wertschöpfung dringend brauchen, auch für eine Energie- und Klimawende. Und dann wird es einen Zeitraum geben, bei dem bis zum Hochfahren der Möglichkeiten, sei es Wasserstoff, was eine konkrete Option dort ist für diesen Standort, oder wenn es um Strom geht, um entsprechende, ich sage es jetzt mal, Megawattleistung, die werden wir brauchen. Wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass das ein Teil dessen ist, was wir auch erhalten wollen, ich meine auch erhalten sollten, um Menschen in Arbeit zu halten und um mit der Wertschöpfung dann zum Beispiel andere Dinge wieder für die Energiewende oder vielleicht für die Unterstützung der Menschen zu erreichen, die Energiewende hinzubekommen. Aber dann wird es eine Phase geben, auch das sagt die Wissenschaft mit Verlaub, dass wir zwischendurch zum Beispiel jetzt in Deutschland eine Entscheidung brauchen für Pro-Gas-Kraftwerke für eine gewisse Zeit. Pro-Gaskraftwerke, die H2O-ready sind, sodass, wenn das bis dahin dann gelungen ist, was wir hoffentlich alle anstreben, und dafür würde ich auch eine Menge, und ich sage es jetzt nochmal, das wird auch in Rheinland-Pfalz strategisch so vorbereitet, aber dann werden wir eine Zeit lang eine Überbrückung noch einmal haben, auch mit so etwas wie Gas. Und entweder wir sind zu einem solchen Pfad dann auch bereit, das meine ich jetzt, das ist das, was ich sage. Ich suche am Ende einem gesellschaftlichen Konsens orientierten Modell, um in aller Radikalität sehr genau auch zu verhindern, dass es solche Kipppunkte gibt oder dass die Erderwärmung einfach ungebremst zunehmen kann. Und davon, finde ich, können wir uns aber auch, das ist ein politischer Anspruch, den zumindest ich habe und verkörpere und dafür auch werbe, das muss man schon zusammen dann denken. Frau Jakob, und das ist genau die Herausforderung, finde ich, an der wir im Moment auch stehen. Wir müssen diese Dinge zusammenbringen. Und das war der Ausgangspunkt, deswegen sage ich es noch einmal. Ich glaube, wir kriegen es nicht zusammen, indem wir uns dann darin verlieren, dass es dann sozusagen Stechereien, sozusagen Piekse gibt oder wie immer jetzt das Bild aussieht, durch besonders provokante Aktionen. Da habe ich eher den Eindruck, das lässt manche davon abkommen vom Weg, weil sie sich nämlich damit einfach nicht anfreunden wollen und nicht anfreunden können. Frau Jakob, Sie haben schon mehrfach angesetzt. Ja, ich wollte zur Wirtschaft sagen, klar braucht unsere Wirtschaft Energie und muss die möglichst schnell klimaneutral sein. Wir müssen uns aber schon auch nochmal unsere Wirtschaft angucken und uns auch fragen, welche Produkte brauchen wir eigentlich wirklich? Und zum Beispiel bei Glas fällt mir ein, wir haben sehr viele Sachen, die im Einweg funktionieren, die man sehr gut auch als Mehrweg führen könnte, wo wir wahnsinnig viel Energie sparen könnten, weil das Glas dann einfach erstmal viel länger genutzt wird, bevor es dann vielleicht nochmal wieder im guten Fall recycelt wird. Bei Plastik ist es genauso, wenn man anguckt, wie viel Plastik einfach nur produziert wird, um als Einwegverpackung benutzt zu werden. Das sind alles Bereiche, wo wir auch uns fragen müssen, müssen wir da nicht auch in unserer Industrie etwas ändern, dass es bestimmte Produkte tatsächlich auch nicht mehr gibt. Und auch bei unserem großen Chemiekonzern, den wir in Rheinland-Pfalz haben, muss man natürlich schon fragen, welches sind wirklich die Produkte, die wir brauchen und was sind auch Sachen, wo es tatsächlich im besten Fall nicht darum geht, die große Menge an Energie erneuerbar zu produzieren, weil wir jetzt auch festgestellt haben, dass mit der Windkraft und Solarenergie ist ausbaubar, aber hat natürlich auch seine Grenzen. Also braucht halt Fläche, ist auch begrenzt. Deshalb finde ich, muss man sich schon nochmal die Frage stellen, welche Wirtschaft brauchen wir eigentlich? Und genauso ja auch in der Autoindustrie. Und es geht ja auch nicht darum, jetzt zu sagen, ich nehme jedes Auto, das jetzt da ist, und ersetze es durch ein Elektroauto, weil da ja auch wieder ganz viele Probleme dranhängen. Sei es mit, wo kommt die ganzen Rohstoffe für Akkus her und so weiter. Also wir
wir bewegen uns ja in manchen Bereichen auch in Rohstoffknappheiten. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, nochmal zu gucken, welche Produkte brauchen wir, wie können wir in echten Kreisläufen wirtschaften. Es wird immer noch viel zu viel an Rohstoffen im Abfall verbrannt, die eigentlich noch genutzt werden könnten. Also es ist schon sehr komplex und dieses, naja, ich mache jetzt alles grün, indem ich die eine Energie durch die andere Energie ersetze, reicht tatsächlich nicht aus. Dankeschön, Frau Jakob. Wir würden auf die Zielgeraden dieses doch sehr interessanten und intensiven Talks einbitten. Mit unserem letzten Block, meine erste Frage, geht an Herrn Schulz. Ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, so nach dem Motto, wie finden die Parteien so zueinander, beziehungsweise aus Ihrer Sicht als Kommunikationswissenschaftler auch, geht es da gerade um die Klimadebatte oder gibt es eventuell tiefer liegende Punkte in den beiden Strängen, die da gerade aufeinanderprallen zwischen, sage ich mal, politischem System, das Sie angesprochen haben, und einer mündigen Gesellschaft, die auf ihre Ziele aufmerksam macht und die sich Gehör verschaffen möchte? Also ist das eine Blaupause, wo man sagen kann, da ist eine gesellschaftliche Entwicklung in Gang, die eventuell gar nicht das Klima nur im Kern hat, sondern kann das in Zukunft sich weiterentwickeln? Bin ich nicht sicher. Also es gibt natürlich sehr viele Unsicherheiten in der Gesellschaft wegen der gerade beschriebenen Herausforderungen. Wie werden wir leben in Zukunft? Wie werden wir wirtschaften? Und da gibt es sehr viele Chancen, Risiken und auch Unsicherheiten. Und das bewegt natürlich viele Menschen. Und das treibt auch die Parteien um. Und die Gefahr besteht, glaube ich, schon darin, dass man sich dann so immer so festkrallt an so Einzelkleinigkeiten, die natürlich einen Effekt haben wie das Tempolimit, die aber das Ganze, was Sie jetzt gerade skizziert haben, natürlich noch gar nicht umfassen und wo dann aber auch Menschen dann natürlich sehr schnell vor der Komplexität dann auch wiederum vielleicht resignieren und sagen, naja gut, aber was ist jetzt mit China und USA? Also natürlich ist es sinnvoll, vor der eigenen Haustür anzufangen, aber wenn wir über Komplexitäten reden, dann könnte man auch sagen, ist es nicht sozusagen eigentlich rationaler vom Mitteleinsatz, wenn alle Aktivisten dieser Welt, ja, also Sie einschließlich, sich irgendwie Richtung China und USA aufmachen, also weil wir zwar auch eine hohe Bedeutung haben, aber im Vergleich international gesehen schon auf einem gewissen Kurs sind und das Tempolimit da weniger wichtig und der Effekt ist vielleicht als andere Dinge zu blockieren. Aber dann müssen Sie eingestehen, dass Sie eben auch vor Komplexitäten dann auch resignieren vielleicht oder sagen, ja okay, also es gibt da irgendwie andere Regime wie in China, mit denen können wir gar nicht so eben es aufnehmen und so weiter. Also es ist auch die Weltgesellschaft, die da eine Rolle spielt. Deswegen dieses Innenpolitische ist das eine, aber das ist mir fast ein bisschen klein. Wenn wir aber auf das Innenpolitische gucken, naja, es ist ja auch offensichtlich, wir haben eine Ampelkoalition im Bund auch, wo die FDP jetzt für bestimmte Sachen nicht zu haben ist beispielsweise. Und selbst wenn sie wollten, müssen sich dann die Sozialdemokraten und die Grünen fügen, was der Koalitionsvertrag halt hergibt und sind sicherlich nicht so begeistert, dass sie dann jetzt also getrieben werden von der Klimabewegung. Aber genau an dem Punkt, also ich will jetzt auch, Sie haben es vorhin angedeutet, das demokratische System gar nicht zerreden, aber was ich so den Eindruck habe, ist eine immer komplexer werdende Welt. Eine, da können wir als Medien uns ja dann doch auch an die eigene Nase fassen, eine Öffentlichkeit, die zunehmend das Rad schneller dreht und mehr Druck aufbaut, korrespondiert mit, wir hatten es vorhin, Wahlperioden von 4 Jahren, wo deswegen Ihre Einschätzung, ist es überhaupt möglich, in solchen Zyklen grundsätzliche Politik aufs Gleis zu setzen, doch auch getrieben von einer Öffentlichkeit, die eine Erwartungshaltung hat. Immer auch mit dem Part, das kann ein Ebling dann vielleicht als geübter Wahlkämpfer noch einschätzen, dass man ja irgendwann doch auch wieder darauf achten muss, nicht nur die bitteren Wahrheiten auszusprechen, sondern wiedergewählt zu werden. Also es ist total schwierig und da sind so manche Sachen, die uns quasi selber hindern. Aber wir sehen auch manchmal nicht die Erfolge, die wir auch weltweit teilweise schon geschafft haben, als Weltgemeinschaft bestimmte Dinge, Fortschritte der Alphabetisierung, der Impfquoten und so weiter. Das muss man auch sehen. Also es gibt auch internationale Abkommen, die eine gewisse Wirkung haben. So alles vielleicht zu langsam, noch zu wenig, aber da gibt es das. Und auf das Klima übertragen hätte ich da schon Hoffnung. Aber was Sie ansprechen mit den Medien, das ist natürlich schon ein Punkt. Also ich meine, es ist ja jetzt gefühlt ist es heute ja schwieriger geworden, gute Politik zu machen, weil zum Beispiel Olaf Scholz oder die Pressestelle äußert sich in sozialen Medien dazu, was er dafür kann, ob der Dönerpreis hoch oder runter geht. Also ich sag mal, es gibt da... Ja, und es gibt eben so diese Aufmerksamkeitszyklen und bei Klima ist das halt sehr schwierig, weil das Thema ist halt jetzt, das geht nicht weg, aber was sind die Berichtsanlässe, was sind die medialen Anlässe? Und das versucht ja offenbar also Ihre Organisation immer wieder zu pushen, aber nutzt sich das nicht irgendwann tatsächlich sehr schnell ab und führt es nicht zu...
Reaktanz, also zu Widerstand doch von einer sehr großen Gruppe der Bevölkerung, die sagt, das sind doch Spinner, die übertreiben, lasst uns doch irgendwie richtig was tun, was hilft es da jetzt irgendwie was zu werfen auf Kunstwerke oder so. Also das zeigen ja Umfragen, die sind methodisch nicht alle so super solide, aber dass sie schon nicht sehr viel Rückhalt haben, das ist sicherlich schon ein Thema. Ist eine Befürchtung, die berechtigt ist. Ja. Und haben wir in der Historie auch immer wieder gesehen, dass zivile Widerstandsbewegungen zu dem Zeitpunkt ihres Bestehens extrem unbeliebt waren. Martin Luther King, Sie hatten ihn vorhin angesprochen, war seinerzeit der verhassteste Mann Amerikas. Heute wird er gefeiert als der Vorkämpfer für die Bürgerrechtsbewegung, was so auch nicht ganz fair ist, weil da durchaus vor allem auch weibliche Personen wie Rosa Parks beispielsweise beteiligt waren. Das meinte ich vorhin und da hat Herr Ebling dann auch gelacht, dass unser Ziel ist, nicht beliebt zu sein. Und die Beliebtheit von uns ist nicht zwingend entscheidend für unseren Erfolg. Aber Rückhalt in der Bevölkerung oder Rückhalt für die Forderung, das ist entscheidend. Und nur dann mit einem moralisch gerechtfertigten Anliegen kann man auch solche Proteste meiner Meinung nach legitimieren. Wir haben viele Menschen, die gegen uns sind, aber gleichzeitig eine überwältigende Mehrheit in der Bevölkerung, die für radikaleren Klimaschutz einsteht. Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Natürlich würde ich mir auf einer persönlichen Ebene häufiger wünschen, ein bisschen beliebter zu sein, aber darum geht es eben in der aktuellen Situation nicht mehr. Um dann nochmal vielleicht einmal auf den Punkt der Wirtschaftlichkeit zurückzukommen, weil mir das einfach wichtig ist, noch zu sagen. Wir hatten ein Starkregenwochenende im Ahrtal, das hat 30 Milliarden gekostet. So. Das ist jetzt gerade noch die Ausnahme, das wird nicht die Ausnahme bleiben. Wir haben jetzt aktuelle Zahlen, dass uns die Folgen der Klimakatastrophe bis 2050 900 Milliarden Euro kosten könnten. Wir hatten ein sehr progressives Gesetz, das Erneuerbare Energiengesetz, wodurch hunderttausende Arbeitsplätze in der Solarbranche entstanden sind, in der Windenergiebranche. Und um damit auch nochmal auf den Punkt China und Russland zurückzukommen, da würde ich tatsächlich resignieren, wenn jetzt von uns auch noch eingefordert wird, wie können wir jetzt auch noch die Politik dort beeinflussen. Was wir aber durch das Erneuerbare Energiengesetz gesehen haben, ist, wir haben ein Gesetz in Deutschland gemacht, für Deutschland, was dann internationale Vorbildfunktionen gewonnen hat, was dann in anderen Staaten kopiert wurde, was hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen hat, was dann von der Politik, vor allem der CDU, torpediert wurde und diese Arbeitsplätze sind einfach wieder vernichtet worden. So, wenn ich kein einziges Windrad baue, dann gibt es auch keine Menschen, die dieses Windrad bauen, die davon leben können. Und ich glaube, also deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, dass ich jetzt von der SPD, von einem Vertreter der SPD quasi nur Gas höre. Wir haben die Technologien. Wir haben Windräder, wir haben Solar, das sind die Technologien der Zukunft. Wir müssen sie nur umsetzen und damit bringen wir auch ganz, ganz viele Menschen in Arbeit. Das müssen wir angehen, aber es wird halt eben nicht angegangen. Dankeschön. Wir waren im Prinzip im Geist ja schon auf einem anderen Pfad. Jetzt habe ich Ihnen den Punkt zur Wirtschaftlichkeit nochmal gelassen. Herr Ebling, die nächste Frage ginge an Sie, weil wir dort auch in Ihrer vorherigen Funktion als Oberbürgermeister während der Pandemie schon häufiger darüber gesprochen haben, über ein gesellschaftliches Klima und über eine Stimmung. Jetzt hat Herr Bayer selbst von einer gewissen Radikalisierung in einem kleinen Maße gesprochen. Haben Sie Sorge mit Blick auf die Gesellschaft, dass sich da etwas aufschwingt, wo Gruppen kritisch gegenüberstehen, was, sage ich mal, in einem gesellschaftlichen Klima aktuell, was ja, wenn man sich Wahlergebnisse anguckt, auch gegen etablierte Parteien bisweilen geht, wenn wir jetzt in Mainz parteilose Kandidaten Mehrheiten bekommen oder wenn von der Politikverdrossenheit gesprochen wird. In die nächsten Jahre geblickt, haben Sie Sorge, dass sich da in der Gesellschaft etwas aufhitzt oder entwickelt? Und aufhitzt war jetzt kein bewusst gewählter analoges Bild zum Klima. Das wäre aber mein erster Gedanke gewesen. Jetzt haben Sie ziemlich viel in einen Pott geschmissen. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist so, wie wenn großer er sagt, Pott. Die Politik, das Erneuerbare Energiengesetz hat nicht die Politik gemacht, es hat auch nicht die Politik kaputt gemacht, sondern wir sind in einem demokratischen Staat, in dem es verschiedene Politikansätze gibt und das kann man auswählen. Das machen wir hier mit Wahlen und manchmal gibt es Fortschritt und manchmal gibt es keinen Fortschritt. Das passt mir auch nicht immer, aber damit sozusagen müssen wir uns auch ein bisschen arrangieren. Und wenn ich mehr auf der Seite des Fortschritts sein will, da würde ich mich auch verorten wollen, auch beim Thema Klimaschutz, aber auch im Hinblick auf gesellschaftlichen Fortschritt, dann muss ich mich für diese Form von Fortschritt engagieren. Und muss auch in Kauf nehmen, dass ich dafür vielleicht auch Zeit etwas brauche oder vielleicht auch etwas mehr Kraft brauche. Das ist ein Gegenmodell zu Ihren Aktionen. Ich will es einfach nur sagen, Sie dürfen sich auch frei entscheiden. Das ist ja das Schöne in diesem Land.
Aber ich würde nur sagen, das ist ein Gegenmodell zu den Aktionen. Ich würde Sie lieber auf der Seite wissen, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob sie jetzt für die SPD sie erwärmen könnte, aber vielleicht gibt es ja auch noch anderes im demokratischen Spektrum, wo ich eher sagen würde, bringen Sie diese Expertise doch genau da rein ein, um diese Kraft und diese Power dann am Ende dann noch umzusetzen. Und jetzt kommt die Antwort auf das gesellschaftliche. Und jetzt kommt gerne die Antwort auf das gesellschaftliche Frage. Ich erlebe diesen demokratischen, verfasst freiheitlichen Staat robuster, als er jetzt aus Ihrer Frage heraus erscheint, dass vielleicht auch ein Gesellschaftsmodell inzwischen stärker unter Druck gerät, würde ich sagen, ja. Ich glaube, meine Erfahrung in der Corona-Zeit ist mehr mit uns passiert, auch zum Negativen, als wir vielleicht bereit wären, uns zuzugestehen. Auch die politische Verantwortung in dieser Zeit getragen haben. Das ist jetzt nicht im Sinne von, wir haben alles falsch gemacht, sondern ich glaube, das Thema Gesundheitsschutz war schon konsequent. Wenn ich daran erinnere, Sie haben angesprochen, dass ich vorher mal 10 Jahre Oberbürgermeister war, wo ich die heftigsten und auch jetzt sowohl quantitativ wie qualitativ die schärfsten Kritiken bekommen habe, habe ich nicht bekommen auf vielleicht den bekannten Mainzer Dingen, die für Aufruhr sorgen, sondern zum Beispiel bekommen, als es so etwas gab wie eine Ausgangssperre, die in Deutschland teilweise verhängt war. Also Menschen, die diesen freiheitlichen Staat, den ich jetzt gerade eben beschrieben habe, eigentlich nicht mehr als solchen empfunden habe, sondern als stark reglementierend. Ich finde im Nachhinein, nehme ich es als einen großen Erkenntnisgewinn mit, weil er hat zwei Seiten, nämlich das eine ist, diese Menschen stehen eigentlich für genau diese Freiheit und haben sich genau darüber beschwert, dass sie beschränkt wurde. Und zum anderen, ich glaube, dass diese 2 Jahre oder 2,5 Jahre für viel mehr Spannung gesorgt haben an vielen, vielen Stellen, als wir es vielleicht gewollt haben oder gemeint haben oder Ähnliches mehr. Also diese Form von Spannung nehme ich natürlich wahr. Und es gehört auch dazu, wir kommen aus einer Form von Krisenmodus auch nicht raus. Denn die geopolitische Lage und die Tatsache, dass der lange Arm der Aggression von Russland bis heute in unseren Alltag reingreift seit über einem Jahr, gehört auch zu einem Teil der Beschreibung der Realität dazu. Das ist alles nicht gut, um am Ende irgendwie kuschelig darüber zu diskutieren, was steht als nächstes Thema an. Und deswegen war ich auch so emotional auf dieses Bild, das Sie zitiert haben, war nicht Ihr Bild, weil wenn wir in solchen Situationen nicht auch in der Lage sind, Zuversicht zu vermitteln, dass wir die Ziele, die wir uns vornehmen, auch erreichen, und mag es schwierig sein, mag es mühsam sein und mag es auch ganz schön an Kraft brauchen, dann, glaube ich, tun wir diesem gesellschaftlichen Prozess im Moment einen Tort an. Und deswegen sage ich auch ganz klar, wir müssen uns die Aufgaben auch so stellen, dass wir es schaffen können. Auch den Klimaschutz können wir schaffen. Wir haben diese Kipppunkte eben noch nicht erreicht und wir können mit einem konsequenten Ausbau, und ich glaube, dafür wird auch an vielen Stellen viel getan, und auch der hier gescholtene Bundeskanzler, will ich wenigstens dem lieben Olaf nochmal sagen, was er gerade vor 24 Stunden gesagt hat, übrigens bei einer Tagung, bei der ich früher Präsident war, nämlich dem Verband Kommunaler Unternehmen, hat ein klares Ziel gemacht zusammen mit Habeck, was in Zukunft jeden Tag an Windrad entstehen muss, kommt ziemlich genau in die Richtung, die Sie vorhin angesprochen haben. Ich halte das für richtig, ich halte das für konsequent, aber nochmal, mit den Menschen, sonst geht das irgendwie schief. Die Politik reagiert ja schon auf diese Spannungen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Marburg, Hannover, gut, in Tübingen hat jetzt Herr Palmer dementiert. Da sind die Oberbürgermeister für, so sagen Sie es zumindest, oder so werden Sie zitiert, für Kompromisse bereit. Sind das tatsächlich nur Kompromisse, die man eingeht, um zu sagen, so, wir wollen jetzt mal diese Spannungen stoppen, die seitens der letzten Generation entstehen? Oder ist da wirklich, ja, ich formuliere es mal so, würden Sie den Oberbürgermeistern von diversen rheinland-pfälzischen Städten empfehlen, auch solche Kompromisse einzugehen? Also da habe ich keinen Ratschlag zu geben. Ich war selbst in der Kommunalpolitik, da gibt es so etwas wie nicht nur Eigenverantwortung, sondern auch wirklich Selbstverwaltung. Und da wäre ich jetzt wirklich denkbar ungeeignet, um jetzt irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen auf der kommunalen Ebene zu sagen, so machst du oder macht ihr das richtig. Das ist ein Weg, den muss man vor Ort finden. Aber dass man vor Ort, und das ist mir auch wichtig, dass man vor Ort für den konsequenten Klimaschutz vielfach weiter ist, als es gesehen wird. Das, finde ich, wäre auch nochmal ein Wort an dieser Stelle, wenigstens, wenn Sie mir die Gelegenheit geben, auch nochmal wert. Dass man sich in einer Landeshauptstadt Mainz auf eine Straße klebt, die schon seit Jahren so viel Strom erzeugt, wie aus erneuerbaren Energien, wie für die gesamte Versorgung der Mainzer Bevölkerung dient. Auch in Zeiten, als es wirtschaftlich noch nicht attraktiv war. Dass die Entscheidungen dafür getroffen sind, dass das demnächst für 500.000 Menschen jetzt mal rein quantitativ, um es zu beschreiben, reichen wird in den nächsten Jahren, weil man massiv in den Ausbau der Erneuerbaren geht. Dass wir ein Tempolimit haben in der Landeshauptstadt Mainz von Tempo 30, dass wir den höchsten Anteil an alternativen Antrieben haben, dass wir ein 365-Euro-Ticket haben.
Da sage ich dann schon auch ein bisschen, bewegt bitte nicht nur die große Kulisse der Welt, wo alles schief läuft, sondern guckt auch mal ein bisschen hin, was teilweise vor Ort erfolgreich auch in Rheinland-Pfalz in Kommunen passiert. Das ist für ein differenziertes Bild, um auch wieder die Zuversicht zu nehmen, auch mal wichtig. Und dann anschließend den Menschen zu sagen, guck mal da, es lohnt sich, sich dafür zu engagieren. Es ist nämlich nicht vom Himmel gefallen, haben Menschen entschieden. Also das, was Sie die Politik nennen. Das war jetzt ein bisschen spitz, Entschuldigung. Frau Jakob, zum Schluss des großen Blocks, bevor wir in eine kurze Abschlussrunde gehen, gebührt natürlich am Weltfrauentag der einzigen Frau auf dem Podium die Abschlussfrage. Als BUND-Landesvorsitzende, jetzt erleben wir auch hier gerade, das Thema Klima war schon vorher durch Fridays for Future und andere Themen in der Öffentlichkeit, hat jetzt nochmal einen ganz anderen Schub bekommen. Kann der BUND von dieser Situation gerade auch profitieren? Erwarten Sie sich jetzt auch für Ihre Organisation nochmal einen Zulauf oder einen neuen Aufschwung, weil eben gerade so viel darüber gesprochen wird? Also ich freue mich über jeden, der das Thema thematisiert und voranbringt. Und ich glaube schon, dass es der Klimabewegung und damit auch uns, wir sind ja Teil der Klimabewegung, auch hilft. Wie gesagt, wir spielen unterschiedliche Rollen. Und wir haben ja, ich meine, die einen machen Protestaktionen auf der Straße, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Politik sich nicht an ihre eigenen Gesetze hält. Wir sind in der Position durch unsere langjährige Arbeit, dass wir ein Klagerecht haben, das wir nutzen. Und ich glaube, so ergänzen wir uns tatsächlich gut. Und mir ist halt das Wichtigste, dass wir tatsächlich gucken, wie bekommen wir das Thema voran und was müssen wir in unserer Gesellschaft tun, damit eben diese Entscheidungen, die eben nur ein bestimmtes Zeitfenster haben, dann auch wirklich gefällt werden können. Dankeschön. Ja, wir kommen zu unserer kurzen Abschlussrunde. Folgendes Spiel, jeder hat maximal 30 Sekunden Zeit für die Antwort und wir versetzen uns jetzt mal zum 8. März 2024, also heute in einem Jahr. Von daher, Herr Bayer, wir fangen bei Ihnen an. Am 8. März 2024, gibt es da die letzte Generation noch? Und wenn ja, wie viele Ihrer Ziele haben Sie dann schon erreicht? Die letzte Generation gibt es dann nicht mehr, weil wir so einen Druck kreieren konnten auf der Straße, dass die Politik nicht mehr an uns vorbeikam, dass sie endlich ins Handeln gekommen ist, dass wir als Gesellschaft zusammengekommen sind und uns überlegt haben, wie können wir diese Krise jetzt angehen, weil die Politik es offensichtlich nicht im Griff hat, haben wir ihr gemeinsam in einem Gesellschaftsrat unter die Arme gegriffen, haben Maßnahmen ergriffen, wie wir dahin kommen, dass wir Klimaneutralität bis 2030 erreichen, wie wir aus den fossilen Energien rauskommen bis 2030. Da kommen wir endlich ins Handeln und dann braucht es unseren Protest nicht mehr. Vielen Dank. Herr Ebling, am 8. März 2024 sind nach Ihrer Einschätzung welche Forderungen der letzten Generation tatsächlich umgesetzt? So viel Forderungen kenne ich nicht, aber anhand der Agenda, die die rheinland-pfälzische Landesregierung hat auf dem Weg zur Klimaneutralität, sind weitere Flächen für den Ausbau der Erneuerbaren definiert. Gibt es auf mehr Flächen in Rheinland-Pfalz natürlich auch Windräder? Haben wir der Photovoltaik in einer ganzen Kaskade von Verordnungen und Ähnlichem auch zu mehr Flächen und zu mehr Durchbruch verholfen? Und man wird sehen, dass sich genau dieser Weg mit den Menschen gemeinsam auch auszahlen wird. Herr Schulz, am 8. März 2024 sind die Forderungen der letzten Generation und die damit verbundenen Ziele dann in der Gesellschaft verankert oder ist die Stimmung dann endgültig gekippt? Ich glaube, die Ziele sind teilweise jetzt schon verankert. Aber sie wissen nicht, wohin damit. Sie finden kein Gefäß, keine Form. Und das wäre, glaube ich, wenn die Aufgabe der Aktivisten, ich will denen keine Ratschläge geben, das ist gar nicht meine Aufgabe, aber das zusammenzubringen, aber das wäre vielleicht aber auch die Aufgabe der Politik, wenn sie sagt, naja, wir sind doch schon auf gutem Weg, so habe ich sie jetzt auch teilweise verstanden, dann müsste da vielleicht noch mehr kommuniziert werden, aber auch noch klarer gemacht werden, was machen wir denn alles und was können wir noch ambitionierter machen. Frau Jakob, in einem Jahr, wie stark hat der BUND von der letzten Generation profitiert? Ich finde, ehrlich gesagt, ist das überhaupt nicht die Frage. Also das ist mir völlig egal, wie stark wir als BUND davon profitieren, sondern wie stark der Klimaschutz davon profitiert. Und da in einem Jahr, Frau Jakob, wie stark hat der Klimaschutz von der letzten Generation profitiert? Ich bin flexibel. Ja, ich würde auch sagen, die Gesellschaft ist dazu gezwungen worden, darüber weiter zu diskutieren, flankiert von unseren Aktivitäten, unserer dann gewonnenen Klage gegen die Bundesregierung, ist deutlich, dass jetzt wirklich gehandelt werden muss. Und
wir werden uns dann mit Sicherheit nicht auflösen, weil wir dann den Weg weiter mitgehen, uns einzubringen und zusammen mit den Menschen vor Ort und in der Politik zu gucken, was man möglichst schnell wie umsetzen kann, damit der Klimaschutz wirklich noch sein Ziel erreicht. Vielen Dank. Ja, wir sind tatsächlich am Ende unseres VWM Klimatalks angekommen. In erster Linie möchte ich mich bei unseren vier Gästen bedanken für eine sehr, sehr intensive und lebhafte, ich glaube, das haben wir alle mitverfolgt, Diskussion, die ich auch inhaltlich sehr erhellend fand und die, glaube ich, auch gezeigt hat, wie viele Themen gerade dort im Umgang sind. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen zu Hause bei unserem Livestream. Möchte noch kurz erwähnen, weil man das zu Hause an den Bildschirmen nicht sieht, was hier für ein technischer Aufwand dahinter steckt, und bedanke mich natürlich bei den Leuten hinter der Kamera, in der Regie, dass sie die technischen Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir diesen Talk hier so stattfinden lassen konnten. Bedanke mich bei meiner besseren Hälfte, Tobias Goldbrunner, für die nette Mitmoderation und ja, wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Kommen und ich glaube, in einem Jahr werden wir schlauer sein.